Ja, hallo. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Mein Name ist Janine und ich stehe hier mit Keno. Er ist Fahrer bei Lieferando, war aber auch schon angestellt bei Foodora und Deliveroo. Er ist 22 Jahre alt und sehr engagiert in der Kampagne Liefern am Limit. Du warst auch Initiator, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Okay. Und wir wollen uns jetzt mal ein bisschen mit ihm unterhalten über die Arbeitsbedingungen, über die Kampagne Liefern am Limit und freuen uns danach auf Fragen von euch. Also, die offensichtliche Frage ist natürlich, wie bist du dazu gekommen? Bist du Fahrer oder bist du gleichzeitig auch ausgebildeter Gewerkschaftssekretär? Erzähl mal. Also tatsächlich hatte ich Anfang 2017 so die Überlegung, nachdem ich herrlich in einer Digitalagentur noch Mitte 16 gearbeitet habe, dachte mir so, das ist scheiße. Aber ich muss ja irgendwas verdienen neben dem Studium und ich brauche irgendwie einen Job, wo ich so möglichst wenig mit Menschen zu tun habe, wie es nur geht und am besten mit niemandem reden muss. Und dann dachte ich mir so, okay, Foodora, ich fahre einfach Fahrrad, ich bin alleine, ich muss einfach mich mit niemandem auseinandersetzen, das ist perfekt für mich. Ja, und dann habe ich da angefangen. Das lief auch die ersten 4 Monate super kontaktlos, bis ich dann dummerweise den Falschen angesprochen habe und in diversen WhatsApp-Gruppen gelandet bin, wo es dann auch darum ging, Arbeitnehmerrechte wahrzunehmen. Wir wollen einen Betriebsrat gründen und ich war innerhalb von einer Woche bums überall mittendrin dabei und ich dachte mir so, was geht hier ab? Und habe dann einfach mal erstmal mitgemacht. Ja, ich habe gelesen, wie alles begann mit einer 5-köpfigen WhatsApp-Gruppe, wenn ich das richtig verstanden hatte, aus Deliveroo rein, also wirklich äußerst modern, muss man sagen. Und du hast jetzt zwar schon angesprochen und auf einmal warst du bums mittendrin, aber da ist wahrscheinlich doch ein bisschen mehr passiert. Erzähl uns doch mal, wie das so begann hat und was deine Eindrücke waren, was ihr für Etappen dadurch erlebt habt und vielleicht auch nochmal, weil ja klar, ihr wollt bessere Arbeitsbedingungen, aber nochmal konkreter eure Ziele darlegen könntest. Genau, ich bin dann im Juli gewechselt von Foodora, da wurde ich entlassen, weil ich gegenüber der Geschäftsführung kritisch aufgefallen bin. Und dachte mir, ja gut, okay, dann gehe ich halt zur Konkurrenz rüber, tschüss. Hab da bei Deliveroo angefangen, die Arbeitsbedingungen waren zunächst auch vergleichbar, war alles eigentlich an sich in Ordnung, bis dann aber irgendwann so der Zeitpunkt gekommen ist, wo Deliveroo von Berlin aus angefangen hat, über unsere Köpfe hinweg irgendwelche Sachen zu entscheiden. Und ich kann es jetzt im Nachhinein gar nicht mehr an einem Ereignis an sich wirklich festmachen, aber ich hatte plötzlich von jetzt auf gleich eine ganze Menge Arbeitskollegen, die mir sehr aufmerksam zugehört haben, als ich von der Betriebsratsgründung bei Foodora erzählt habe, bei der ich ja noch mitgeholfen habe. Und dann war auch ganz schnell der Konsens da, wir wollen auch einen Betriebsrat gründen und unseren Status quo an Arbeitnehmendenrechte beibehalten, so wie er doch ist oder mal war. Und so kam es dann dazu, dass wir dann Anfang Dezember, Mitte November, die Betriebsratsgründung, also das Aufbegehren nach einem Betriebsrat offiziell angemeldet haben. Vorher waren wir halt noch mit, ich glaube, 9 Leuten, einmal bei der NGG in Köln, haben uns da vorgestellt, haben gesagt, wir wollen einen Betriebsrat gründen. Die waren auch schon vorbereitet auf uns und waren auch schon wochenlang angekündigt von den Kollegen von Foodora über mich, die ja noch Kontakt zu mir hatten. Als wir dann angefangen haben, offiziell fing die Geschäftsführung an, mit massivem Widerstand darauf zu reagieren. Es wurden Nachrichten also von mir bezüglich des Betriebsrats in einem damals noch deutschlandweiten Chatroom einfach gelöscht vom Geschäftsführer. Die sind einfach geleert worden, da stand einfach nur noch mein Name. Und da haben wir uns auch gedacht, da haben wir ein gewaltiges Wespennest gestochen, ohne es eigentlich vorher gewusst zu haben und dachten uns, okay, jetzt erst recht, also so geht's absolut nicht. Und dann habt ihr weitergemacht, habt die Kampagne gegründet oder gab es die Kampagne schon davor? Nein, so weit sind wir noch nicht. Wir haben dann eine Sitzung gehabt, also eine Betriebsvollversammlung, wo dann die Kollegen alle gefragt wurden, wollt ihr eigentlich überhaupt einen Betriebsrat? Es kamen 30 Kollegen. Auch ein Mitarbeiter, der sehr arbeitgebernah war oder ist, der sich alle Namen aufgeschrieben hat von allen Anwesenden und sich auch gegenüber der Gewerkschaft unverschämt benommen hat. Und es wurde entschieden, dass ein Betriebsrat gegründet werden soll. Ich wurde auch in den Wahlvorstand gewählt, wurde Wahlvorstandsvorsitzender.
Und innerhalb dieser Wahlvorstandszeit, als wir dann Korrespondenzen per E-Mail mit der Geschäftsführung hatten, wir brauchen dies, wir brauchen also die Mitarbeiterlisten, da kamen dann teilweise Mitarbeiterlisten bei rum. Also da frage ich mich bis heute, wie dieses Unternehmen eigentlich überhaupt laufen kann. Also Frauen waren bei Männern einsortiert, die Vor- und Nachnamen waren vertauscht, Geburtsdaten waren falsch, es standen Menschen zweimal auf dieser Liste, teilweise sogar dreimal. Es standen Leute standen noch Leute drauf, die seit Wochen schon gar nicht mehr für Deliveroo gearbeitet haben. Und da frage ich mich, also entweder sie haben das mit Absicht gemacht, um unser Vorhaben zu manipulieren, oder sie sind einfach grundsätzlich unfähig. Es lief. Also Fristen, die wir als Wahlvorstand dem Arbeitgeber gesetzt haben, die sind ums Verrecken gerade mal, also 5 Minuten vorher, wenn die überhaupt eingehalten worden, oder es wurde hin und her und sowieso mit dem Ziel, uns zu zermürben. Das hat aber nicht funktioniert, nicht wirklich. Auch wenn unser Privatleben zu dem Zeitpunkt schon extrem darunter gelitten hat. Meine Karriere bei Deliveroo endete ziemlich abrupt am 20. Januar. Dank der sachgrundlosen Befristung. Ich bin obwohl ich noch eingeteilt wurde für Schichten über mein Vertragsende hinaus, also ich habe tatsächlich noch versucht, am 21. Januar zu arbeiten. Das hat auch bei anderen Kollegen funktioniert, als es noch nicht so akut war. Die haben tatsächlich 2 Wochen lang weitergearbeitet, ohne überhaupt ein Arbeitsverhältnis zu haben, offiziell. Die wurden dann ins Büro gebeten, die sollten dann im Nachhinein einen rückdatierten Arbeitsvertrag unterschreiben. Bei mir hat das nicht funktioniert. Ich hatte tatsächlich nach knapp einer Stunde Arbeitszeit plötzlich eine E-Mail, eine SMS und einen Anruf erhalten aus Berlin. Ich soll mich gefälligst sofort aus dem System ausloggen, nach Hause gehen. Ich sei nicht mehr für die Deliveroo Deutschland GmbH beschäftigt. Ich soll gehen. Ich soll einfach weg. So, okay. Damit war ich bei Deliveroo raus. Die Betriebsratsgründung lief natürlich selbstverständlich noch weiter. Meine nachfolgende Wahlvorstandsvorsitzende, Kollegin, ihr Vertrag ist ebenfalls ausgelaufen. Sie wurde oder konnte aber noch, weil ihr Vertrag noch lang genug lief, in den Betriebsrat gewählt werden, konnte aber nie tätig sein, weil ihr Vertrag halt, wie gesagt, auslief. Und wir haben aber dann trotzdem nach all diesem ganzen Widerstand uns überlegt, okay, das, was hier mit uns passiert, das kann so nicht sein. Das ist scheiße und gehört eigentlich verboten und ist es ja auch eigentlich. Und da haben wir uns dann gefragt, warum unternimmt denn keiner was? Dann haben wir uns versucht, an die Presse zu wenden und die Presse hat einfach überhaupt kein Interesse gehabt. So, ihr seid ja nur ein Haufen Fahrradkurier und ihr sucht halt einfach einen neuen Job, wenn es so scheiße ist. Und ich so, okay, cool. Danke Presse für überhaupt nichts. Ich zahle GEZ. Dann halt nicht. Dann haben wir uns gesagt, gut, okay, also wenn es die Presse nicht zuhören will, dann machen wir einfach unsere eigene Presse. Weil irgendwie müssen wir uns ja hier kommunizieren. Wir haben einen ziemlich gewaltigen Mitteilungsdrang und haben Anfang Februar in Köln in der Innenstadt eine Kundgebung abgehalten unter dem Motto Liefern am Limit. Und die Resonanz von der Bevölkerung, also von den ganzen Menschen, die da uns vorbeigelaufen sind und ein bisschen irritiert geguckt haben, warum da jetzt plötzlich Foodora und Deliveroo-Fahrer zusammen rumstehen und sich nicht verkloppen, wie man ja eigentlich denkt, weil die ja Konkurrenten sind. Oder kein Essen liefern. Ja, vor allem. Also wo bleibt mein Essen? Das war tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die ich sagte, habt ihr Pizza dabei? Ich so, nein, wir sind am Demonstrieren. Ich so. Aber gut, das war tatsächlich eine sehr äußerst positive Resonanz, mit der wir auch so in dem Moment gar nicht gerechnet hatten. Dann dachte man so, gut, also wenn ich jetzt, wann dann? Weil da war die Idee einer Social-Media-Kampagne irgendwo schon da. Und dachte man so, also wenn wir das machen, dann sollen wir das vernünftig machen. Und dann haben wir das irgendwann gemacht. 4 Tage später stand die Facebook-Seite Liefern am Limit. Und da haben wir dann einfach angefangen, wir waren einfach wütend und wollten einfach Deliveroo an der Stelle einfach mal so richtig ans Bein pissen. Also einfach mal diese ganzen Arbeitsbedingungen, alles das, was sie da gemacht haben, veröffentlichen und dann einfach da Deliveroo in die Defensive drängen und zur Handlung zwingen. Das hat dann nicht funktioniert. Aber die Facebook-Kampagne hat insoweit enormen Anklang gefunden, dass wir inzwischen zu einer Art unternehmensübergreifenden, bundesweiten betriebsratsähnlichen Funktionen herangewachsen sind. Und es wenden sich tatsächlich inzwischen sehr viele Fahrer an uns. Um meine Größenordnung zu bekommen, wie viele Menschen sind denn überhaupt in eurer Branche aktiv? Also wie viele Fahrerinnen gibt es so über den Daumen gepeilt in Deutschland? Weißt du das genau? Wenn man sich jetzt auf die Mitarbeiterzahlen von Foodora verlässt und die in etwa auf Deliveroo ummünzt, die geben sich in zahlreichen Städten Kopf an Kopf rennen, mal ist Foodora stärker, mal ist Deliveroo stärker und da gibt es ja auch noch Lieferando.
Insgesamt schätze ich persönlich, dass es sich um die 5.000 bis 6.000 Fahrer in Deutschland handelt. Also einiges Potenzial, um da ordentlich Druck auszuüben. Ich könnte mir vorstellen, ist ja nun eine sehr diffuse Branche, dass der Organisationsgrad jetzt nicht so hoch ist, wahrscheinlich auch aufgrund der Fluktuation, die ja herrscht. Was waren denn eure Strategien? Wie seid ihr denn an die Fahrerin rangetreten, vor allen Dingen in Köln, da bist du ja aktiv, um sie dazu zu bewegen, gewerkschaftlich aktiv zu werden, sich zu organisieren oder immerhin mindestens mit einer Stimme zu sprechen? Das sind 4 Buchstaben. Aha. Bier. Das geht immer. Ja. Wir haben tatsächlich, also eine der größten WhatsApp-Gruppen, die wir in Köln haben, unter uns Fahrern, das ist die sogenannte Feierabendbierchen-Gruppe. Die ist ganz wichtig, die ist heilig. Feierabendbierchen, so heißt die. Und sobald irgendjemand versucht, dort Schichten zu tauschen oder irgendwie sich über den Arbeitsalltag auszukotzen, wird er direkt ausgebuht, weil es geht in dieser Gruppe tatsächlich nur um Bier. Eigentlich ja nicht nur. Über diese Gruppe verabreden wir uns mit Arbeitskollegen nach Schichtende, versaufen unser Trinkgeld und solidarisieren uns so ein bisschen. Und so entstand ja auch ursprünglich der Gedanke, bei Fedora einen Betriebsrat zu gründen. Die haben sich immer auf ein Bierchen getroffen und haben irgendwie gesagt, so, irgendwie ist ja hier Mist. Und darüber haben wir es dann auch geschafft, uns mit anderen Kollegen zu vernetzen, die immer wieder vorbeigekommen sind. Es kamen immer wieder andere, eben wie der schon sagt, wegen der hohen Fluktuation, weil es halt auch viele Studenten sind in unseren Reihen, die das nur hin und wieder mal machen oder sich überschätzt haben, weil es ist doch ein sehr harter Job. Aber grundsätzlich organisieren tun wir uns hauptsächlich über Bier und ansonsten halt über die WhatsApp-Gruppen. Aber das sind ja dann die, die schon in der Gruppe drin sind, in der Feierabend-Bierchen-Gruppe. Wie schafft ihr das denn, an Fahrerinnen ranzukommen, die noch nicht in der Gruppe drin sind? Also habt ihr da eine Strategie oder läuft das eher über Mund-zu-Mund-Propaganda? Tatsächlich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Es gibt da so ein paar Restaurants, die kochen einfach ewig und 3 Tage lang. Da hat man dann als Kollegen immer sehr, sehr viel Zeit, sich miteinander auseinanderzusetzen. Und da kommt man halt ins Gespräch von wegen, hey, wie sieht's aus? Bist du auch in der Feierabendbierchen-Gruppe? Und ich so, hä, was für eine Gruppe? Und ich so, ja, jetzt bist du drin. Und so sind dann halt mittlerweile, ich glaube, um die 200 Fahrer dieser Gruppe von 400 insgesamt in Köln. Und darüber, wie gesagt, verabreden wir uns regelmäßig. Und so werden wir auch immer mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass die Unternehmen hellauf begeistert sind ob dieser WhatsApp-Gruppe. Und du hast ja schon ein bisschen dargelegt, wie du im Prinzip schikaniert wurdest durch deine gewerkschaftliche Aktivität. Aber was ist denn so das allgemeine Auftreten der Unternehmen, also dieser 3 von, also Fedora, Deliveroo und Lieferando, gegenüber den Fahrerinnen? Also gibt es da irgendwie spezielle, immer wieder gleiche Mechanismen, wie sie darauf reagieren, wenn Fahrerinnen sich gewerkschaftlich organisieren wollen? Und vor allen Dingen, was mich interessieren würde, wie rechtfertigen Sie, wenn denn überhaupt, die schlechten Arbeitsbedingungen? Also Sie können ja schlecht einfach zugeben, dass Sie sagen, ja, die sind schlecht, sondern Sie werden doch bestimmt irgendwie sagen, naja, aber guck mal hier, ist doch alles gar nicht so schlecht. Und wie reagieren dann wiederum die Fahrerinnen darauf? Da hatte Deliveroo tatsächlich im letzten Jahr einen ziemlich cleveren Schachzug hingelegt. Dazu muss man wissen, wenn wir zur Arbeit gehen, dann gehen wir ja nicht einfach in irgendein Büro und sagen, ich bin hier, jetzt arbeite ich, sondern wir müssen zu sogenannten Lock-in-Points. Diese Lock-in-Points, davon gibt es mehrere in der Stadt, je nachdem, in welche Schicht man hat, wo die anfängt, muss man halt da hingehen. Und wenn man sich nicht in einem Radius von x Metern befindet, kann man sich nicht einloggen und die Schicht beginnen. Dieser Lock-in-Radius wurde, als der Geschäftsführung bekannt wurde, wir fangen an, uns zu unterhalten und nicht Pizza auszuliefern, hat man versucht, dem entgegenzusteuern, indem man diesen Lock-in-Radius einfach von ursprünglich 300 Metern auf 2 Kilometer erhöht. Das heißt also, wir hatten in dem Moment keine Möglichkeit mehr, weil einfach kein Fahrer mehr zum Mediapark gekommen ist, sondern die haben sich einfach irgendwo am Randgebiet eingeloggt, wahrscheinlich zu Hause sogar, und haben da auf Bestellungen gewartet, sodass wir halt an der Stelle den Draht zu den Leuten verloren haben. Und das war, ja, wie gesagt, ein sehr cleverer Schachzug. Wenn man jetzt die Unternehmen an sich mit den Arbeitsbedingungen kritisiert, da ist Fedora immer sehr stark dabei. Das Erste und Einzige, was sie den ganzen Tag zu sagen haben, ist, ja, wir halten uns ja an die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und solange sich diese gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht ändern, ändern wir uns auch nicht. Ganz einfach. Das heißt, sie sagen, ja, es ist scheiße, aber es ist durch das Gesetz legitimiert. Nein, sie sagen nicht, es ist scheiße, es ist cool und hip, für Fedora zu arbeiten. Ah. Und das Gute daran ist ja,
Das ist ein Job mit einer sehr, sehr, sehr geringen bis gar nicht vorhandenen Einstiegsqualifikation. Du brauchst einfach nur ein eigenes Fahrrad. Eigenes, das ist sehr wichtig. Und du brauchst auch ein eigenes Handy. Wenn eins von beiden kaputt ist, dann kannst du halt nicht arbeiten. Dann ist das Tolle daran aber, es gibt noch genug andere Menschen mit einem eigenen Fahrrad und mit einem eigenen Handy. Dann fangen die halt dort an zu arbeiten. Und tatsächlich, die meisten, das weiß ich vom Betriebsrat von Foodora, kündigen innerhalb der ersten 3 Monate wieder. Und das ist halt ein Kollegium, da kann man nicht so richtig aufbauen, weil das sind viele Leute, die kommen und gehen, das ist wirklich Laufkundschaft. Und darauf setzen diese Unternehmen. Sie fangen an mit ihrem Heile-Welt-Marketing auf Facebook, mit irgendwelchen coolen Werbekampagnen, da steht dann drin, verdiene bis zu 20 Euro die Stunde, da frage ich mich, okay, wie kommen die auf 20 Euro? Das wissen die wahrscheinlich selber nicht so genau. Aber darüber kriegen die halt gerade an den Universitätsstädten genügend Leute für die ersten 3 Monate. Und wenn die wechseln, dann kriegen sie einfach genug neue Leute, die auch wieder 3 Monate arbeiten. Und so läuft das Ganze halt. Aber es hört einfach nicht auf. Naja, das spielt ihnen ja dann auch noch in die Karten, wenn es dann um die gewerkschaftliche Organisierung geht. Weil wenn man nur 3 Monate irgendwo arbeitet, wird man ja auch nicht anfangen, sich jetzt großartig zu organisieren. Aber es gibt ja dennoch welche, die länger bleiben, so wie du. Du hast ja schon erzählt, wie das bei dir lief. Aber wie ist denn, du bist jetzt ja sehr engagiert, du bist da Kopf dieser Kampagne. Aber wie läuft das denn bei den einfachen Fahrerinnen, die einfach nur ihr Recht auf Mitglied in einer Gewerkschaft wahrnehmen wollen und sich dann organisieren wollen? Was sind da die Instrumente? Also werden da auch Leute gekündigt oder vielleicht Verträge nicht verlängert? Was ist da deine Erfahrung? Tatsächlich, sobald es einen Fahrer gibt, der kritisch auffällt, ist es schwierig, wird es schwierig für die Vertragsverlängerung. Alle Unternehmen am Markt, außer Deliveroo, die setzen auf Scheinselbstständigkeit, befristen Foodora auf 1 Jahr und Lieferando auch. Bei Deliveroo waren es früher bei den Angestellten 6 Monate. Und die Probezeit ist halt eben auch auf 6 Monate gesetzt. Das heißt, also 50% seiner Arbeitszeit, da sollte man grundsätzlich sowieso die Fresse halten. Und die anderen 50% geht es darum, dass man verlängert wird. Das heißt, da hält man eigentlich in der Regel auch die Fresse. Das, was wir dabei machen, um die Leute zu halten, ist halt, wie gesagt, einerseits den Betriebsrat bei Foodora, den haben wir gegründet. Andererseits klären wir mit Betriebsversammlungen und auch mit Veranstaltungen zusammen mit der NGG in Köln darüber auf. Gewerkschaften sind eine gute Sache. Und so schaffen wir es auch momentan, dass der Organisationsgrad trotz der hohen Fluktuation immer weiter steigt und durch den Betriebsrat selber wird auch so langsam ein gewisses Stammkollegium erreicht. Okay, und nun organisiert ihr euch ja nicht um des Organisations willen, sondern ihr wollt ja spürbare Verbesserungen für die Fahrerinnen erkämpfen. Und was sind da so eure Ambitionen, eure Ziele? Was wollt ihr konkret erreichen? Wir wollen erstmal erreichen, dass alle Unternehmen am Markt anerkennen, dass unsere Fahrräder nicht die ewige Jugend genießen, sondern tatsächlich auch zwischendrin mal kaputt gehen. Oder wir kriegen Fahrräder von der Firma gestellt. Das macht zum Beispiel Lieferando in immer mehr Städten. Dann möchten wir aber auch einen Verdienstausgleich für Stunden, die wir zu Hause damit verbringen, das Equipment, was wir mit nach Hause nehmen, zu reinigen. Dann geht es um Schichtplanung, Weg zur Arbeit, Weg zurück. Wir fahren ja gebrandet durch die Stadt, ohne eigentlich dafür bezahlt zu werden. Das heißt, wir sind ja Werbemittel in dem Moment. Das wird nicht vergütet. Und auf der anderen Seite wollen wir eine grundsätzliche Erhöhung des Lohns und eine transparentere Unternehmensgestaltung, gerade in Bezug auf die Leistungsbewertung. Da hat es Foodora nämlich geschafft, mit der Einführung einer neuen Schichtplanung, einer eigenen App, Konkurrenz unter uns Fahrern aufkommen zu lassen, indem man sagt, mittwochs 12 Uhr kommen die neuen Schichten raus. Die besten 15% der Fahrer, das ist gemessen an Geschwindigkeit, an Bestellungen pro Stunde und Late-Lock-Ins, also wenn man zu spät kommt, die dürfen als erstes sich. Die werden als erstes zugeteilt mit Schichten, die werden bevorzugt. Danach kommen dann so das Mittelfeld dran, die kommen dann 2 Stunden später und ganz am Schluss
kommen dann die Letzten. Die bekommen dann irgendwo so die Montagmittagsschichten, wo die Menschen sowieso schlechte Laune haben, weil montags ist und sowieso kein Trinkgeld geben. Aber diese ganzen guten Schichten, Wochenende, abends, die sind dann zum Beispiel weg. Und das versucht ihr zu ändern. Und da habt ihr auch Mittel, wie ihr das machen könnt, weil ich würde mir jetzt ja denken, dass das Unternehmen sagt, naja, das ist einfach nur in unserer Hand, wie wir da die Schichten planen. Und da habt ihr euch schon ausgetauscht mit der Gewerkschaft, wie ihr das konkret erreichen könnt, oder soll das über einen allgemeinen Vertrag abgeschlossen werden? Unser Langzeitziel ist an der Stelle tatsächlich ein Tarifvertrag, der vor allem halt diesen Konkurrenzdruck aus dem Kollegium rausnimmt, weil wir sind letztendlich ein Team, auch die Geschäftsführung ist Teil unseres Teams, auch wenn die nicht davon überzeugt sind, dass wir Teil deren Teams sind. Wir wollen unseren Job behalten, wir finden unseren Job an sich gut, wir möchten ihn halt einfach verbessern. Du hast ja eben gesagt, dass Foodora sagt, naja, wir machen ja nichts falsch, wir halten uns ja an die Gesetze. Und dann ist es ja nun irgendwie ganz offensichtlich, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Stichwort Arbeitsverhältnisse befristen, Prekarisierung, genau eine solche Ausbeutung, wie du sie beschreibst, zulassen. Und nun ist mir zu Ohren gekommen, dass ihr Unterstützung aus dem Bundestag bekommen habt. Mhm. Und da würde ich dich mal bitten, ein bisschen zu erläutern, was dahinter steckt und wo die Reise hingehen kann damit. Wir haben tatsächlich über die Facebook-Kampagne, die wir seit Februar betreiben, mittlerweile den ein oder anderen Kontakt eben auch in den Bundestag bekommen. Matthias Birkwald ist rentenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag. Der hat sich mit uns mehrmals getroffen. Wir haben ihm die Situation einerseits bei Deliveroo erklärt, andererseits aber eben auch bei Foodora und eben auch diesen Betriebsrat, den wir bei Deliveroo gegründet haben, der gescheitert ist oder der nicht mehr existent ist wegen der sachgrundlosen Befristung. Und der hat jetzt letzte Woche im Bundestag die Bundesregierung fragen können, unsere Fragen fragen können, wie die Bundesregierung denn dazu steht. Ist das so richtig, dass die sachgrundlose Befristung der Betriebsratskiller schlechthin ist? Und die Antworten konnte er, soweit ich weiß, leider nicht live stellen, aber wir werden die Antworten auf jeden Fall schriftlich bekommen. Und so haben wir auf jeden Fall durch ihn auch einen Draht in den Bundestag, um nachhaltig an dieser Stelle gegen die sachgrundlose Befristung vorzugehen. Das ist ja auch eine Forderung von uns, zumindest in Bezug auf Betriebsräte oder deren Gründung, dass zumindest, wenn ein Arbeitnehmer einen Betriebsrat gründen möchte, in den Wahlvorstand gewählt wird, aber wenn während der Wahlvorstandsarbeit sein Vertrag ausläuft, dass er per Gesetz mindestens so lange weiter befristet wird, wie seine Amtszeit im Wahlvorstand geht. Wenn er anschließend in den Betriebsrat gewählt wird, dann wird sein Vertrag auch entsprechend der Legislaturperiode eines Betriebsrats von bis zu 4 Jahre, je nachdem wann die nächsten Wahlen sind, auch entsprechend verlängert, sodass das letztendlich eigentlich ursprünglich grundgesetzlich gesicherte Recht auf innerbetriebliche Mitbestimmung geschützt bleibt. Weil in dem Sinne ist zumindest die sachgrundlose Befristung, wenn es darum geht, Betriebsräte loszuwerden, meiner Meinung nach verfassungswidrig. Nun können wir uns alle die Antwort der Bundesregierung vorstellen. Sie wird jetzt nicht sagen, oh Aufschrei und wir müssen das unbedingt ändern. Das werdet ihr ja auch mit ihm besprochen haben. Also er wird euch ja wahrscheinlich nicht gesagt haben und dann wird alles besser. Gibt es jetzt dann noch ein weiteres Vorgehen? Also habt ihr euch da abgestimmt? Weil im Endeffekt seid ihr ja quasi Lobbyisten. Lobbyisten für die gute Sache. Aber ihr müsst ja zusehen, dass ihr politisch Einfluss nehmen könnt, dass ihr gesellschaftlich Einfluss nehmen könnt. Und da würde mich interessieren, ob ihr da mit dem Genossen Birkwald weitere Absprachen getroffen habt. Tatsächlich ja. Der Birkwald trifft sich auch demnächst auch nochmal mit dem Geschäftsführer von Deliveroo, dem Felix Krobock, um auch ihn zu fragen, wie er denn jetzt nun dazu steht, dass sein Unternehmen letztendlich schlecht in der Presse steht, weil es Solo-Selbstständige einsetzt für eine Tätigkeit, die normalerweise eigentlich auch Arbeitnehmer sehr gut verrichten könnten, auch verrichtet haben, und ob er das Ganze so für richtig hält. Andererseits haben wir ja nicht nur den Herrn Birkwald als Kontakt in den Bundestag. Ori, auch ein Teammitglied von Liefern am Limit, war vor einiger Zeit am 30. April live bei Hart aber Fair in der ARD. Und in der Diskussionsrunde an dem Abend war auch anwesend Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister.
Das heißt, ihr seid da wirklich gut vertreten und versucht da auf allen Seiten Druck zu machen? Genau. Wir haben, Ori hat es an dem Abend tatsächlich geschafft, den Hubertus nach dem ein oder anderen kleinen Bier dazu zu überreden, doch mal nach Köln zu kommen und sich auch mal die Belange anderer Fahrer und Fahrerinnen anzuhören. Und diese Einladung hat er zugestimmt. Er kommt tatsächlich am Dienstag jetzt diesen zu uns nach Köln zum ersten bundesweiten Rider-Treffen, auch mitorganisiert von der NGG. Und da sprechen wir ihn auch nochmal drauf an, zum Thema sachgrundlose Befristung, zum Thema Anerkennung von Verschleiß. Wie ist denn das jetzt? Wir sind Arbeitnehmer, wir bringen aber unsere eigenen Arbeitsmaterialien mit zur Arbeit und Fedora hat sich da so eine komische Kooperation mit einem Fahrradreparaturunternehmen aus den Rippen geschnitten und keiner weiß, was das jetzt genau sein soll. Und da wollen wir auch mal den Bundesarbeitsminister zu befragen, wie er dazu steht, was er davon hält, ob er da Handlungsbedarf sieht und ihm auch unsere Forderungen nochmal mit Nachdruck mitteilen. Ja, nun hast du gerade den Dienstag angesprochen, wo euer erstes bundesweites Treffen stattfindet. Jetzt musst du natürlich auch ein bisschen erzählen, womit es sich da auf sich hat. Tatsächlich, wenn ich jetzt sage, das erste bundesweite Rider-Treffen, dann gibt es ja mit Sicherheit auch irgendwo stadtweite Rider-Treffen, die gibt es nämlich. Da sind wir als Liefern am Limit. Wir verstehen uns da an der Stelle als Vermittler zwischen uns Fahrern und der Gewerkschaft NGG. Wir fahren in andere Städte, veranstalten dort mit den hauptamtlichen Gewerkschaftern Rider-Treffen, laden zusammen ein, laden auch über die Facebook-Seite ein. Das sind jetzt zum Beispiel Stuttgart, Frankfurt und München. Die haben alle drei noch keinen Betriebsrat. Frankfurt herum gibt es auch noch Offenbach, Mainz und Wiesbaden. Das sind auch alles Fedora-Standorte. Da war ich zum Beispiel letzte Woche und aus allen vier Städten kamen Fahrerinnen und Fahrer vorbei. Da haben wir mit denen dann die aktuellen Probleme besprochen und auch darüber aufgeklärt, wie das nun weitergehen kann. Und jetzt für den Dienstag haben wir eben auch nochmal eingeladen, alle Fahrer aus allen Teilen von Deutschland, die Mitglied der NGG sind, können auch kostenlos kommen, um einfach auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir alle ein Kollegium sind, unabhängig von der Stadt, unabhängig auch von der Farbe, weil es auch ein unternehmensübergreifendes Treffen ist, um uns gemeinsam für unsere Sache einzusetzen und ein Bewusstsein für uns alle zu entwickeln. Das ist ja natürlich eine sehr gute Idee. Und nun stellt sich mir noch die Frage, schon Marx hat ja gesagt, Fahrerinnen aller Welt vereinigt euch. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Also gibt es da auch eine Lieferbranche und werden die Menschen da auch schlecht bezahlt und müssen unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten? Und wenn es sie gibt, arbeitet ihr mit denen zusammen, tauscht ihr euch aus? Gibt es da eine Art der Vernetzung? Ja, die gibt es tatsächlich. Wir haben auch seit quasi Stunde Null als Liefern am Limit Kontakt zu Steve Hudson. Ich weiß jetzt nicht, ob einem von euch der Name was sagt. Das ist Mitbegründer der Initiative No GroKo. Der ist geborener Brite, der hat auch sehr viel Kontakt in das politische Großbritannien von uns aus, also von Deutschland aus. Das heißt, über den haben wir einigen Kontakt jetzt auch zu Londoner Deliveroo-Fahrern. Dann haben wir Kontakt nach Holland, nach Den Haag zu Deliveroo-Fahrern, als auch so langsam nach Frankreich. In Spanien haben wir jetzt großes Interesse daran, weil das Gericht dort ja eine Scheinselbstständigkeit festgestellt hat. Aber wir haben auch Kontakt zum Fedora-Betriebsrat in Wien. Und wir hatten ja vorhin sogar im Vorfeld noch mal kurz drüber gesprochen. Jetzt habe ich vorhin gerade tatsächlich die E-Mail bekommen. Ich bin offiziell eingeladen zum ersten internationalen Rider-Treffen, das vom 23. bis 25. Oktober in Brüssel stattfindet. Das sind gute Nachrichten. Ja. Naja, mir stellt sich irgendwie die Frage, wir haben jetzt ja Keno gehört, er erzählt das alles, was er macht und hat ziemlich viel Ahnung. Und als er mir das vorhin auch so ein bisschen erzählt hat, habe ich ein bisschen aus den Augen verloren, dass er selber ja auch Fahrer ist. Und da habe ich ihn gefragt, wann fährst du denn eigentlich? Und dann sagt er, naja, morgen wieder 9 Stunden. Ziemlich beeindruckend, was du alles auf die Beine stellst. Und mir stellt sich jetzt noch so ein bisschen die Frage, um mal wieder auf das Lokale zurückzukommen, was können wir eigentlich machen? Sollen wir mehr bestellen, weniger bestellen, selber kochen, mehr Trinkgeld geben? Können wir irgendwas machen, um euch zu unterstützen? Also an sich, als Fahrerinitiative repräsentieren wir ja natürlich auch unsere die Interessen unserer Fahrer und unser Interesse ist nicht, den Unternehmen wirtschaftlich nachhaltig zu schaden. Das heißt, einen Boykott unterstützen wir nicht.
Wir möchten aber den Kundinnen und Kunden ins Bewusstsein rufen, dass die Arbeitsbedingungen sind nicht die besten. Aber es hilft uns nicht, wenn das Unternehmen komplett kaputt geht. Wir wollen ja unseren Arbeitsplatz verbessern und nicht kaputt machen. Und Trinkgeld ist natürlich nie verkehrt, gerade bei schlechtem Wetter. Aber was auch die Anwesenden hier vor Ort machen können, und da sind wir sehr dankbar für, einfach der Facebook-Seite Liefern am Limit folgen. Und vielleicht kennt ihr ja auch irgendwo in eurem Dunstkreis den einen oder anderen Deliveroo oder Foodora oder Lieferando-Fahrer oder irgendwie über Ecken und Ecken und Ecken. Es ist halt für uns schwierig, weil unser Budget ist begrenzt. Das heißt, unsere Facebook-Werbekampagnen haben immer ein relativ kleines Budget, um weiter Fahrer zu erreichen. Denn wir sind halt eben auch ein unglaublich vielseitiges Kollegium mit sehr, sehr geringen bis nicht vorhandenen Schnittmengen irgendwo, was Interessen angeht. Das heißt, jetzt im Targeting, also zielgruppenmäßig für Werbekampagnen, das ist immer sehr schwierig. Das heißt, das Wichtigste für uns ist einerseits die Mundpropaganda, andererseits halt eben auch eine sehr große Reichweite auf Facebook. Und andererseits auch, wenn man jetzt selber bei Foodora, Deliveroo oder Lieferando bestellt, das kann man sehr gerne tun, das mache ich hin und wieder auch sehr häufig. Immer wenn ich mal Lust habe, mit dem Arbeitskollegen zu reden. Einfach auch vielleicht mal auf die Facebook-Seite Liefern am Limit ansprechen oder auf generell Gewerkschaften, NGG, wie sieht es da so aus, hat man da Bock drauf, ist man da vielleicht sogar schon vernetzt, vielleicht spricht man doch gerade mit dem Multiplikator aus der Stadt, denn da, letztendlich so ist es ja mit mir auch passiert, ich bin ja jetzt nicht einfach so in diese Branche reingegangen und dachte mir so, jetzt nehme ich die komplett auseinander, ich bin ja auch nur entdeckt worden von einer Kollegin, die heute im Foodora Betriebsrat sitzt. Da geht es halt immer darum, jeder Mensch, den man da hingehend irgendwo entdeckt, könnte ein gewisser Multiplikator sein, unabhängig davon, wie groß, aber jeder Multiplikator ist gut. Das heißt, an alle die frohe Botschaft des Liefern am Limits verbreiten. Und dann danke ich dir ganz herzlich, Keno. Sehr gern. Und ihr habt doch sicherlich noch einige Fragen, die ihr natürlich gerne stellen könnt jetzt. Gibt es Fragen? Also gerade kommt aus dem Publikum die Frage, ob ihr eine Unfallversicherung habt. Ja, tatsächlich alle angestellten Fahrerinnen und Fahrer von Foodora und Lieferando sind unfallversichert. Die Fahrerinnen und Fahrer von Deliveroo, die Solo-Selbstständige sind, die müssten sich unfallversichern. Aber unter den Deliveroo-Fahrern gibt es so eine sehr ungesunde Tendenz, irgendwie so viel Geld einzusparen, wie es nur irgendwie geht. Und da fangen die leider bei den Versicherungen mitunter an. Das heißt, viele Kollegen sind weder krankenversichert noch tatsächlich unfallversichert. Das ist eine sehr, 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 sehr schlimme und besorgniserregende Entwicklung. Weitere Fragen? Also jetzt hier die Frage nach den Unterschieden zwischen den drei großen Unternehmen. Wie gesagt, Deliveroo setzt auf Solo-Selbstständige, bezahlt nicht pro Stunde, sondern mit 5 Euro pro Lieferung. Das heißt, ein wirklich sehr guter Fahrer kann mit sehr viel Glück 35 Euro die Stunde machen. Okay. Gibt es einen Kollegen in Köln oder gab es einen, der hat wirklich tatsächlich auch als Angestellter 7 Bestellungen pro Stunde gemacht. Aber es gibt halt eben auch die Stunden, wo man gar keine Bestellung bekommt, da verdient man 0 Euro die Stunde. Zeitgleich muss man natürlich 350 Euro an Fixkosten für Versicherungen und sowieso überhaupt im Monat blechen. Das heißt, das ist da an dem Moment sehr schwierig. Foodora setzt auf Angestellte, befristet auf ein Jahr grundsätzlich. Zahlt in der Regel 9 Euro pro Stunde. Mir ist jetzt nur von München bekannt, dass dort 10 gezahlt werden aufgrund der höheren Lebenshaltungskosten. Und Foodora hat seit Februar eine Kooperation mit einem Unternehmen, das heißt Lifecycle. Dort können die, also dadurch verdienen die Fahrer sich pro Stunde 25 Cent Guthaben. Das können sie dann bei diesem Unternehmen einlösen. Das ist so eine mobile Fahrradwerkstatt, die fährt dann immer einmal im Monat in die jeweiligen Städte. Das nützt einem relativ herzlich wenig, wenn das Fahrrad heute kaputt ist und die Werkstatt gestern da war.
Dann gibt es aber noch einen super tollen exklusiven Online-Shop nur für Fedora-Fahrerinnen. Da ist aber mit Aufschlägen von bis zu 50% zu rechnen im Vergleich zu herkömmlichen Händlern. Das heißt, man kann auch direkt einfach dorthin gehen. Und Lieferando zahlt in den meisten Städten 10 Euro, in einigen nur 9. Da sind wir als Liefern am Limit aktuell im Dialog mit dem Unternehmen, weil wir da genauere Daten haben wollen, weil wir eben auch, um deine Frage auch für andere beantworten zu können, eine Inforeihe an Posts machen wollen, damit die einzelnen Unterschiede von Stadt zu Stadt und Unternehmen zu Unternehmen einmal offen dargelegt werden. Da hat uns Lieferando leider nicht viel zu gesagt, mit der Begründung, wir sind ein aktiennotiertes Unternehmen und irgendwie bla bla bla. Aber der wesentliche Unterschied bei Lieferando ist der, dass es in immer mehr Städten eigene Firmen, also firmeneigene Fahrräder gibt. Das sind E-Bikes. Und das heißt, wir müssen nicht mehr unser eigenes Fahrrad benutzen. Das Einzige, was wir nur noch mitbringen müssen, ist ein eigenes Handy. Kann man sich irgendwo noch mit anfreunden, aber auf jeden Fall das eigene Fahrrad wird nicht mehr in Mitleidenschaft gezogen und ja. Okay, weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall. Ah, naja, klar. Na klar. Willst du uns vielleicht, wenn du noch ein bisschen länger willst? Vielleicht ganz kurz. In Berlin scheint es mir so, dass viele dieser Fahrer und Fahrerinnen sehr international sind, was ich vermute, damit zusammenhängt, dass es diese App wahrscheinlich auch einfach in mehreren Sprachen gibt und deswegen die Hürde, in den Arbeitsmarkt zu kommen, nochmal geringer ist, weil ich einfach nicht Deutsch lernen muss, um irgendwie da arbeiten zu können, sondern einfach irgendwie mir die App auf Englisch einstellen und irgendwie dann diese Jobs machen kann. Ist das in Köln irgendwie ähnlich oder ist das irgendwie nochmal so ein spezielles Berlin-Ding? Nein, die Entwicklung oder diese Tendenz gibt es tatsächlich in jeder Stadt. Es ist nun mal so, wie dieser Job aktuell ist, ein sehr attraktiver und einfach auszuführender Studentenjob. Gerade auch sehr attraktiv für Auslandsstudenten oder auch für Geflüchtete haben wir auch zahlreiche in unserem Kollegium, weil es man kommt halt super easy in den Job rein. Und das ist halt auch die Schwierigkeit, gegen die wir anzukämpfen haben, weil da kommen halt auch sehr, sehr viele Leute, zum Beispiel aus Südamerika. Und wenn wir denen dann irgendwie mit Händen und Füßen erklärt haben, was wir machen, was die NGG macht, dass das eine Gewerkschaft ist, und sobald die halt dieses Wort Gewerkschaft verstanden haben, laufen die in der Regel gerade gleich an und haben total Todespanik, weil sie davon ausgehen, dass sie am nächsten Tag aus dem Flugzeug geschmissen werden, wenn sie sich da weiter dahingehend engagieren. Und ich denke so, okay. Das ist eine Herausforderung, mit der wir arbeiten müssen. Aber das ist halt eben auf der einen Seite erstmal unser Verlust und der Gewinn des Arbeitgebers. Und das ist halt eben auch eine Sache, darauf setzen die Arbeitgeber. Es ist ein Kollegium, das zu großen Teilen aus Leuten besteht, die sich gezwungenermaßen doch durch irgendwie auf eine die ein oder andere Art und Weise mit dem Tagelöhnertum irgendwie identifizieren und beschäftigen müssen. Okay, hast du noch eine Frage oder noch jemand? Das ist nicht der Fall. Dann nochmal herzlichen Dank, Keno. Und hier, ne, immer weitermachen. Und auch danke an euch für das aufmerksame Zuhören.